Was auch, Party People, willkommen zum ersten OIT Teambuilding in dieser Season. Ja. Erstes Teambuilding, OIT haben wir angefangen letzte Woche am Sonntag, Montag, Dienstag und wann so. Sollte das Vorstellungsvideo gekommen sein und jetzt zeige ich euch mal, was ich mir für den ersten Kampf so schönes gedacht habe. Wir spielen im ersten Spiel gegen Vince mit seinen Ancient Ones. Hat ja schönerweise eins unserer Kadamons auf seinem Logo. Monagoas haben wir ja im Kader. Und ja, dann schauen wir uns mal seinen Kader an, würde ich sagen. Er hat im Kader Gigas Anaconda, Pixie, Pito. Allein schon diese beiden da rechts oben sind mir im TB sehr auf den Sack gegangen. Metagross, Moruda, Volvarok, Arctos, Vulnona, Trikefalo, Raikou, Araquanid und Machomai. So können wir durchgehen. Sanaconda eigentlich ist nicht so das Riesenproblem. Ich habe sowas wie Rotom Sylvie, was ihn checken kann. Vor allem sehr gut checken kann. Das Problem an ihm ist eigentlich nur, dass er den Sand für Volvarok rausholt. Ich habe nichts, was gegen Volvarok auf plus 2, also wenn er ein SC rausbekommt im Sand, habe ich nichts, was dagegen ankommt. Das ist das kleine Problem an seiner Konda. Also, wenn der dabei ist, dann macht er selbst nicht viel, aber kann halt setupen für Volvarok. Wenn er nicht dabei ist, bin ich umso glücklicher, weil ich dann mich nicht um Volvarok im Sand kümmern muss, sondern einfach einen Scarfer, whatever, reinschicken kann, um so, zum Beispiel eben Volvarok zu revengen. Dann aber Pixie. Und Pixie ist halt Pixie und Pixie ist ekelhaft. Der ist im TB in der Hinsicht einfach ekelhaft, dass der wirklich alles machen kann. Und dann noch dieses perfekte Typing, also Fairy ist eines der besten Typings überhaupt. Von dem, was wenn du ein defensives Mann hast. Weil einen der eigentlich stärksten, würde ich sagen, offensiven Typen rein vom Böller-Potenzial reinkommst. Also ich meine jetzt nicht, also in Kampf kommst du natürlich auch rein, also in EQ eben nicht, aber ich meine eben, weil Trampokémon ja meistens so diese 600er sind oder sowas, oder eben wie in unserem Fall dem 120er Attack-Base-Mon hier rumstehen, bei unserem Team, da ist halt eben oft schon Böller-Potenzial bei Drachen hinter, da kommt so ein Pixel und denkt sich so, nee, hast du nicht. Ansonsten ist ein guter Supporter, kann sich auch setupen, was ich auch handeln können muss. Und ja. Dann können wir weitermachen. P2 ist ja quasi wie Pixie, nur anderes Typen und kein Setup. Und noch ein bisschen mehr Bulk. Und da ich das Ding normal Typing hat, hat es Ding noch weniger Schwächen als Pixie. Ja. Man kennt's ja, das Ding hat irgendwie 205 in den beiden Def-Werten und noch irgendwie 90 HP, von dem her, da kommt man schlecht durch. Da kann er sich dort durch recovern, hat noch hier für jeden einzelnen, kann auch rumslattessen, hat keinen schlechten Spitzenangriff, auch mit irgendwie 105 oder sowas in die Richtung. Hat dazu noch Fährte, Download, und Analyse kann man natürlich richtig weh, wenn der nach einem angreift. Oder auch nach Switches. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel, ich habe Heatwind drin. Für das Beispiel. Ich habe. Ich habe zum Beispiel. 8 Tapen und will ich getoxikt werden. Nehmen wir aber, junge Lando kann ich toxiken lassen. Er tut Eis und Lando ist tot. Aber eine Tripette tut eben Lando auch absolut weh. So ein schlechtes Beispiel, mir ist gar kein besseres eingefallen, es tut mir leid. Auf jeden Fall P2 auch immer was man im Teaming auf jeden Fall beachten muss und schauen muss, wie man da vorbeikommt. So. Metagross, der ist ziemlich breit. Und das ist halt auch schon, was der so macht. Der steht da, drückt wie sonst was, der hat auch irgendwie 135 Attack Base. Aber dazu noch 130 Death Base und irgendwie 95 HP Base. Also vor allem physisch hält er auch gut aus. Und mein Kader ist ja teils auch relativ physisch ausgelegt. Gibt's so. Also, ich habe 3 Mons, die will ich safe speziell sind. Das sind. Oh, Celebi ja auch nicht mal. Ich habe ja 2 Mons, die will ich zu Mons, die nur speziell sind. Bei Rotom auch. Also doch wieder 3. Mit Pokusan, Rotom und Heatran. Der Rest ist halt eher physisch oder halt eher mixed. Von dem her, ja, der könnte schon zum Problem werden. Da habe ich auch also trotzdem Heatwind gegen, der das Ding mal wegböllern kann.
Aber was die Sache an Heatwind ist, der kommt, Multivorce ist, der kommt auch mal theoretisch in Pokus dann rein, weil mit einer EV macht auch Mystic Fire nicht mehr so unfassbar viel Schaden. So, Muruda, Spinner. Ich war lange überlegt, ob ich Spikes mitnehmen soll. Oder was, eben was er soll sich mitnehmen. Ja, und der kann die eben wieder entfernen. Sache ist, sonst ist mein Team nicht mehr so unfassbar gut, also von Heatwind wird er einfach komplett weggewirbelt, Focus an One-Shot den, soweit ich weiß, soweit ich im Kopf habe, da wird gegen Golbat, der verliert gegen Natara, auch Leno macht ihm keinen schlechten Schaden, von dem her, den sehe ich eher weniger. Wilhock, wie gesagt, vor allem nur gefährlich, wenn der Sand draußen ist, sonst macht Lando den oder irgendeinen Scarf, wenn ich dabei habe, kriegt den dann auch weg. Also, Sache ist ja, wie ich schon in der Teamvorstellung gesagt habe, mein Kahn nicht den höchsten Speed, aber der Bulk, den ich habe, der reicht für viele Sachen aus und Wilhock ist eben eins von diesen Mons, wofür der Bulk definitiv ausreicht. Machen wir weiter mit Arctos, den ich eher weniger sehe, ein schon was Arctos ist, weil ich einen Heatran habe. Ja, natürlich nicht der Water Pulse, der macht halt nichts. Wenn das hier nicht zu den Specs ist und wir jetzt endlich booten, den Bruder. Ja, also sehe ich eher weniger, kann natürlich dabei sein, aber. Ah, schwierig. Winona? Wenn er speziell defensiv ist, dann mache ich mit Pokusan nichts. Sag es aber so, weil Pokusan ja. Die Coverage, die Pokusan hat, sind Fairy, Pflanze, Feuer und Psycho. Und Psycho ist das Einzige, was einen Schaden machen kann. Und macht auch Full Spätstift, glaube ich, roundabout 30-40%. Also ist schwierig. Ich muss allgemein schauen, was er so für Investments hat während dem Kampf. Wie ich mit Pokus dann Schaden machen kann, aber auf jeden Fall wohl nur eins der Mons, die ich da vor allem aufpassen muss. Tikifalo. Den ich mit meiner Fairy relativ ordentlich handeln kann, weil Pokusan relativ gut speziell defensiv ist. Ich habe auch Natara zum Beispiel für sowas oder auch Tutelstu kann den ganz ordentlich handeln. Wenn der auch mal auf plus 2 kommt mit einem Lazy Plot, dann tut der schon weh. Also. Und wie gesagt, ich spiele beim Cutter nicht zu hoch. Ich habe, glaube, 3-4 Monster, die schneller sind. Ja. Der könnte schon Probleme machen, wenn der Salat rausbekommt. Welches Ding eben auch mit Raikou, vor allem weil er schneller ist als alles außer Hydra Gel. Wenn der Salat rausbekommt, wird es schwierig für mich, weil dann eben auch plus 1 ist. Und dann hat er für Lennon und Scald, der hat dann für meinen kompletten Karl Thunderbolt und Aurasphäre. Und für Selby noch einen Spukball. Wobei man muss halt auch schauen, welche Moves man spielt. Ich rechne nicht immer mit dem Worst Case, dass er natürlich dann irgendwie plötzlich 5 Moves spielen kann. Aber, ja. Muss man schauen, was das dabei hat. Requanit, kann natürlich Webs legen. Mein Kala ist aber relativ abgehoben. Wobei jetzt nicht mehr so arg. Also, ich habe 3 Monster, die den Boden nicht berühren. Mit Lando, Rotom und Goldbart. Ansonsten ist meine Ground. Nur sonst ist mein Kala eh nicht der schnellste. Also tun mir Webs nicht unbedingt so sehr weh. Weil ich eben auch einen guten Defogger habe mit Rotom, eben gerade gegen Webs. Und sonst Pokus hat ein bisschen offensiven Purpose gegen mich, aber ja, ich habe Rotom. Und Rotom macht den eigentlich schon, One Want den eigentlich schon relativ gut. So, dann noch Machomai. Machomai ist schon wieder eines der gefährlicheren Mons, den kann Lando ordentlich handeln, kann Golbat ordentlich handeln. Aber ist ja auch die Frage, wie ich das Ganze ins Team fitte und ja. Würde ich sagen, dann gehen wir mal rüber aufs Team, was ich gebaut habe. Und wie immer die Kala-Grafiken, die ich hier habe. Wir fangen an mit Heatran. Und Heatran ist unser prädestinierter Lead in diesem Game. Weil ich gefühlt gegen alles, was im Lead da steht, instant erupten kann. Besonders mein gegnerischen Kala an, ich mache jeden Mon, was da steht, mit Full HP Eruption roundabout 50% plus. Und das einzige Mon, glaube ich, bei dem es nicht so ist, wäre AV Volvorok. Und der Fuste Flash Cannon.
Also irgendwie sowas in die Richtung war es. Ich habe den Kalt nicht, Olivier nicht mehr ganz im Kopf. Aber so in die Richtung soll es sein. Ich habe das Team jetzt auch vor einer Woche im Urlaub gebaut. Weil ich weiß nicht, warum ich auf die Idee kam, jo, du sitzt jetzt einfach am Strand mit dem Handy und baust dein Team. Auf jeden Fall, da kam hier schon raus. Ich hab die Rocks noch hier drauf, weil die sonst nicht mehr irgendwie gefittet haben. Und da ich keinen anderen Move mehr gebraucht habe auf dem Set, also eine Steinkante gegen Aeroponit macht nicht mehr als eine Eruption. Und auch ein Dragging Pulse gegen Hydra macht nicht viel mehr als eine Eruption. Von dem her brauche ich nicht. Bleibwurf noch, wenn ich irgendwie Low HP gehe, dass ich noch irgendwie einen gescheiten Attack-Move habe und ja. Nicht Kanone eben für die Mons, die mal Feuer besitzen. Und für Pipi natürlich auch. Weil ich tatsächlich Pipi auf plus 1 Spezial. Ich glaube, es waren Full HP Full Spezial Pixie auf plus 1, was ich mit Lichtkanone noch two-shotten kann. Und das ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt, weil es ist halt Pixie. So, machen wir weiter mit der Torte. Und die Torte ist sehr offensiv dabei. Wir spielen die mäßige Torte mit Zuckerhülle, mit Zauberschein, Magieflamme, Gigasauger, Genesung, dem Leben auf. Genug Speed, um. Ich glaube, Non-Invested Anaconda oder Non-Invested Metagross Sword spielen. Ja, weil der relativ ähnliche Speedbase ist. Die sind auch schneller als Machomai, logischerweise. Und der drückt. Der drückt richtig. Also, der. Man. Du kannst es ein bisschen unterschätzen, weil es eben so diese kleine Torte ist, aber das Ding hat halt immer noch 110 Spezial Attack Base. Und ein 130er Move vergibt sich selbst halt. Und ja, der drückt halt wirklich richtig gut. Mit diesem, mit dem Live-Hop und eben diesen 130 Moves, 130er Moves, der drückt, plus seinen 350 auf dem U-Bahn, wir spielen auf 50, wie weit er da max? 170 irgendwie sowas im Dreh. Ich hab die 50er gar nicht im ganzen Kopf. Weil ich hab 100er Base auf Full ist 183. Dann werden es so roundabout 190 sein, die er wahrscheinlich Spezial Attack hat. Das ist schon gut. Ist schon gut. Ja. Dann. Nee, wait. Nee, 115 auf Full sind. 183 auf Level 50 irgendwie. Ist schwierig. Ist ganz schwierig. Ja. Also, die Bella-Torte ist auch dabei und wir gehen weiter mit natürlich Landorus. Landorus ist dieser unfassbare Staple-Pick, den du immer nehmen kannst und der ist immer gut. Das ist geil an diesem Ding. Du kannst den mit jedem Item, mit jedem Set irgendwie dabei haben, weil der in jedem Matchup gut ist. Außer ich natürlich irgendwie 4 Ice-Types gibt, gedraftet. Aber dann ist er auch selten doof, weil plötzlich Heatwind durchgeht. Ne? Ja, auf jeden Fall Heatwind, wir spielen hier mit dem Bedroher, wir spielen EQ, Kraftkoloss, Abschlag und Kehrtwende mit dem Expertengurt. Wir spielen Element, weil ich den Speed nicht zwingend brauche. Das einzige Mal, was wir dadurch nicht mehr ausspielen, ist Arktos und ich sehe Arktos in dem Matchup und ich brauche nicht schneller sein als Arktos, weil er mir ihn Eisplitter drückt oder sowas. Wenn der rankommt. Folglich, Arktos ausspielen bringt mir mit Lando nicht wirklich viel. Ich bin ja schneller als Anaconda und Metagross. Das reicht mir. Und dadurch kann ich eben Element spielen und hier einen Attack-Wert von irgendwie 215 haben auf Level 50. Ja, und es macht schon Spaß, mit dem ja einfach mal ein bisschen EQs zu drücken. Wir haben zum Mail-Team quasi abgedeckt mit dem Moveset. Logischerweise mache ich jetzt Pixie mit dem EQ nicht so viel. Wenn er speziell defensiv ist, mache ich immer trotzdem über 50%. Bei P2, wenn der spezielle, wenn der Fistev ist, dann mache ich ihm keine 40 mit EQ oder Kraftkoloss. Wenn der speziell ist, dann, wenn der speziell defensiv ist, dann kriegt, oh, ich glaube, dann macht EQ 60 und Kraftkoloss 70 irgendwie so aus dem Dreh. Auf jeden Fall, ich mache ordentlichen Schaden, ich kann die Mons nicht safe killen. Aber Lando auch nicht da, Lando ist zum Damage drücken da und zum Anschippen. So, wir machen weiter mit dem Mon, was Anaconda handeln soll, wenn er dabei ist. Und das ist Rotom. Wie vorhin schon gesagt, Rotom kann ihn sehr gut handeln. Wir spielen hier die Citrus Berry, wir spielen natürlich Schwebe, weil der hat keine andere Fähigkeit. Wir spielen die Hydro-Pumpe, wir spielen Voltwerk, Zetoxin und Auflockern. Relativ viel Speed und KP. Wir outspeeden damit Arktos, müsste sein, glaube ich. Ja, ich glaube, Arktos müsste es sein.
Ja. Und haben noch den restlichen Spitz-Attack-Invest, damit wir so Anaconda, wenn das Ding Full HP ist, in der G-Max mit Hydro-Pumpe two-shotten können. Beziehungsweise, wenn das Ding nicht mehr in der G-Max ist, damit Hydro-Pumpe one-shotten können. Wir spielen noch Toxin, wenn ich meinen zu spielen P2 oder so drin stehe, ich einmal Toxic drücken kann, oder auf diversen Maruda-Switches oder sowas, oder je nachdem, was er da eben dann reinschicken will gegen Roter, da ich einfach irgendwas toxen kann, das, da war es ja noch Irrlicht drauf, aber brauche ich eigentlich nicht unbedingt, mir ist ein Toxin da lieber, weil die Mons, die ich burnen will, die will ich lieber attacken. Zum Beispiel auch Metagross oder Wolverhawk, die ich lieber wegburst, dann ist gleich die Burner. Und die andere, und gegen die anderen ist eben Toxic effektiver. So, das wär's dann mit Rotom, die Superspray eben, weil ich diesen quasi Burst hier, wie man da in MOBAs sagt, bisschen effektiver in dem Ganzen finde als Lefties hier, aber weil Rotom nicht diese arg viel KP hat. Übrigens, der Split, das ist ein bisschen komisch, dass der noch ein kühnes Wesen drauf spielt. Das ist aber mittlerweile schon darin, dass Rotom ja auch eine höhere Death Base als Spezial Attack Base hat und dadurch bringt der Wesensboost mehr auf dem Defense Wert als auf dem Spezial Attack Wert. Ja. Ist zwar nur minimal, aber ich kann nicht eben mehr in Spezial Attack packen und dann noch mehr in Death und mehr überall rein. Und wenn es nur um 4 Punkte geht, wenn es nur um 4 oder 8 Punkte geht, habe ich 8 Punkte mehr, die ich verteilen kann. Ja, mache ich lieber so als anders. So, next one. Wir haben Nachtar dabei, weil wir wollen hier böllern, ne? Wir haben schon den ersten 3 Mons, die sind alle mit Damage Plus Wesen und mit Damage Items, also offensiven Item. Wir wollen hier böllern in dem Matchup, weil ich defensiv dagegen nicht ankomme. Und hier zu viel Setup lauert. Also wenn wir mal durchgehen, PC kann sich setupen. Metagross kann sich theoretisch mit Sternhieb setupen oder mit Agility. Volvo kann sich setupen. Ich glaube, Bruna kann auch sehen, ist die Plot. Machomai kann Bulk up. Raikou kann Core Mind und Trinkovado kann AC Plot plus DD. Ich will nicht setupen lassen. Und ich will, dass das einzige Monok, das man setupen kann, nach Terra ist. Weil ich mit Nachtara eh die langsame Staffette habe, von mir aus geht Nachtara low. Ich will nur einmal irgendwie was hochheilen und bin damit schon komplett konform, dass er dabei war. Ja. Der ist komplett speziell defensiv, falls der mal irgendwie eben meinen Trinkgefahr oder einen Raikou abfangen muss. Also der kann auch mal was abfangen, wenn er muss. Vielleicht nicht so noch nicht auf, weil er immer andere hochheilen soll, aber er kann es auf jeden Fall. Jo. Das wär's auch mit Nachtara. Nur noch den letzten Mon, das ist, könnte so die Wincon sein, also die, eigentlich haben auch die oberen drei Mons alle das Zeug zur Wincon, je nachdem, was irgendwie in der Team down ist, aber der nächste hat eben auch Setup und kann damit durchfahren und das ist Monagoras. Ja, wir haben das Logo-Mon unseres Wertenkon da hinten auch dabei und dieses Logo-Mon böllert, wie alle anderen auch schon. Wir spielen ja auch ein Elementwesen, wir haben hier kein Speed Plus Wesen dabei, weil sein Kala auch nicht unbedingt der schnellste ist, was mir sehr gut gefällt. Also, Wolfrock ist sein schnellstes Mann, dann kommt Raikou, dann kommt Trikefalo. Das ist ein Unterschied von 112 zu, lass mich nicht lügen, 94, 96, wie sowas im Dreh. Auf jeden Fall, Trikefalo ist ja auch nicht so sonderlich schnell, ja. Wir outspeeden mit diesem Monagoras-Set, nicht arg viel, aber auf plus 1 outspeeden wir Raikou. Ja, wir outspeeden Raikou, entweder outspeeden oder speedteilen, aber da Raikou wahrscheinlich eh kein Full-Speed-Team wird, wenn er überhaupt dabei ist, reicht mir das, wenn wir da speedteilen können. Die Whitelands haben wir noch, damit meine Health-Matches nicht messen. Wenn ich denn mehrere drücken müsste. Wutanfall, die kann ich erst holen, wenn Pixie weg ist, aber Pixie droppt eh nach plus 1 Kopfstoß. Von dem her, ja, und wie gesagt, danach kommt da kaum noch irgendwas rein. Metagross, wenn der Fistip ist vielleicht noch, aber ja, da muss ich ja auch schon, dass der davor weg ist. Ich habe 3 Mons da oben, die in Fistip Metagross gerne mal weghauen. So, das waren jetzt mein kurzes Team. Ich weiß nicht, wie lange mein Team ging sonst so im Schnitt. Ich glaube, die waren länger, so eine halbe Stunde normalerweise. Vielleicht werden die nächsten auch noch länger.
Ich wünsche auf jeden Fall morgen viel Spaß mit dem Kampf. Der sollte, glaube ich, erst direkt sein. Ich glaube, direkt 13 Uhr oder sowas. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum Kampf morgen. Und bye bye.